Ja, grüß Gott aus Vorarlberg, das ist Albert Günther. Heute haben wir das Thema Bestandsumwandlung in den Auwäldern. Wir sind hier wieder in einer Fläche von der Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg in den Auwäldern von Thüringen. Dabei sieht man hier, im Auwald hat uns die letzten Jahre der Sturm, die Trockenheit und dann auch der Schädlingsbefall schaffen gemacht, und so sind wir bemüht, diese Bestände umzuwandeln von den reinen Fichtenwäldern hin zu Laubwäldern. Und dabei setzen wir auch die Eiche. Wie wir hier sehen, werden die im Nestverband gesetzt. Da schauen wir auf Abstände von 80 cm bis 1 Meter, werden gruppenweise, horstweise gepflanzt, und darum setzen wir als Bodenverbesserung und auch als Beschattung die Hainbuche. Sehen wir mal, wie wir das machen. Wir arbeiten da mit einem Backer, der uns die Löcher vorbaut. Da haben wir eine hervorragende Leistung. Und so hoffen wir, dass ihr mit dieser wichtigen Arbeit weiterhin die Bestände in den Auwäldern sichern können.